lasse Sie jetzt alleine mit der Gruppe Pirai. Sie spielen einen traditionellen Musikstück aus dem Hochland Lateinamerikas, El Canto del Cuculí. Die Gruppe Pirai. Herbergssuche ist nicht nur ein historisches Lied, so war das einmal mit Maria und Josef. Die Herbergssuche ist heute. Und in diesem mexikanischen Lied heißt es zum Schluss, tretet ein, wohnt nicht nur in unserer Hütte, wohnt in unserem Herzen. Keine herablassenden Almosen will der, der kommt, sondern dein Herz. Del cielo yo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir. Rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero.
del cielo, pues madre va a ser del divino verbo. Eres tú, José, eres tú, María, entre peregrinos no los conocía. Entre santos ganz gleich, wie ich das sage. Im folgenden Lied heißt es Kikeriki und Kokoroko. Hauptsache, ich sage das nach überall hin weiter. Unser geliebter Gott wurde geboren im Stall eines Hirten. Eine bolivianische Weise folgt. Indianersprache wird gebraucht. Warum auch nicht, wenn nur der Sinn klar ist. Die schönste Blume erbittet Jesus. Ich gehe hin, um ihm meine Dankbarkeit zu zeigen. Thank you.
Sehr viel Sehnsucht steckt in dem nun folgenden Lied. Kommet ihr Hirten und Hoffnung. Gott, ein armes Kind, streckt uns seine Arme entgegen. Er wird uns annehmen. Aus Mexiko kommt dieses Wiegenlied. Schlafe gut, mein Kind. Zum Zuckerbäcker sollen wir es bringen. Das Kind will spazieren fahren im Wagen. Und der heilige Johannes, der bereits älter ist, der kann schon Suppe essen. Este niño lindo que nació de día quiere que lo lleve a la dulcería. Tan, tin, tan,
Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleve a pasear en coche. A la rurru niño, a rurru mi sol, a rurru pedazo de mi corazón. Ein Wiegenlied aus Chile. Eigentlich beschreibt es das Schicksal vieler Mütter. Maria, hier bringe ich dir meinen kleinen Sohn, damit er die Wiege schaukelt, wenn dein Kind weint. Umgekehrt müsste es sein, das lehrt die Erfahrung.